Bei der vorjährigen Austrian Meat Awards Gala wurde eine vorbildliche Kooperation zwischen Gastwirt und Fleischlieferanten in der Wachau in Niederösterreich mit einem Lucullus ausgezeichnet. Regionalität und Nachhaltigkeit spielen dabei eine wichtige Rolle. In Weißenkirchen in der Wachau liegt der Donauwirt, ein gemütlicher Weingasthof mit Hotel. Das von Maria und Toni Rosenberger geführte Haubenlokal ist einer von zahlreichen Betrieben, die Fleischermeister Manfred Höllerschmidt regelmäßig mit Fleisch aus der Region versorgt. Küchenchefin Maria Rosenberger schätzt vor allem die Verlässlichkeit ihres Lieferanten und die Qualität seiner Produkte. Die Kooperation besteht bereits seit mehr als 20 Jahren. Für mich ist es ganz wichtig, es nachvollziehen zu können, wo es herkommt. Wir beziehen in erster Linie das Fleisch aus der Region, beginnend beim Tullnerfeldschwein, das Donaulandrind, das Lamm aus Niederösterreich, die Enten und Gänse. Es geht ja nicht nur darum, woher das Fleisch kommt, sondern es geht auch darum, wie das Fleisch gewachsen ist, beziehungsweise wie es geschlachtet wurde. Im Betrieb von Manfred Höllerschmidt in Etzdorf am Kamp wird Lamm, Schweine und Rindfleisch von Bauern aus der Umgebung verarbeitet. 90% der Kunden sind Stammkunden, die beim Fleischkauf besonderen Wert legen auf regionale Herkunft, höchste Qualität und kurze Transportwege. Wir sehen uns als Bindeglied zwischen Gastronomie und Landwirtschaft. Zusammenarbeit mit der Gastronomie und mit dem Gastrosiegel bringt für uns sehr große Vorteile. Die Kunden, die Gastronomen kaufen viel bewusster diese regionalen Programme, wo eine Transparenz auch gegeben ist, von wo die Tiere herkommen. Der Kunde kann sich sicher sein, dass er österreichische Qualität am Teller hat und das von sehr vielen Seiten kontrolliert wird. In der Küche von Maria Rosenberger werden die regionalen, eigens gekennzeichneten Fleischwaren zu den verschiedensten Köstlichkeiten verarbeitet. Als einer von rund 1300 Betrieben in ganz Österreich wurde der Donauwirt auch mit dem AMA-Gastrosiegel ausgezeichnet. Dieses in Europa einzigartige Herkunftssicherungssystem besteht seit mittlerweile 3 Jahren. Diese Gastronomiebetriebe verpflichten sich, österreichische Ware, österreichische Produkte in 5 Kategorien einzukaufen. Ganz wichtig ist dabei die erste Kategorie, das Fleisch. Ebenso die Milchprodukte, also die weiße Palette. Drittens natürlich die Eier. Nummer 4 ist Gemüse, Obst und Erdäpfel als eigene Kategorie. Und die Nummer 5 ist Wild oder zur Auswahl auch der Süßwasserfisch. Von der Kennzeichnung profitieren Wirt und Gast gleichermaßen. Der Gast in Zeiten wie diesen kann sich positionieren. Regionalität ist das Thema heutzutage. Es ist der Trend der Zeit. Es ist wichtig, sich authentisch zu präsentieren. Und ich glaube, das ist mit der Auszeichnung mit dem AMA-Gastrosiegel absolut gelungen. Somit hat er auch Vorteile natürlich gegenüber vielen anderen Gastronomiebetrieben und vor allem natürlich auch die Bindung zum Gast wird verstärkt. Das Bewusstsein für Herkunft, Regionalität und Qualität wird auf Seiten der Gäste immer größer. Das bestärkt uns auch in unserem Weg, den wir eigentlich schon seit über 20 Jahren, also wir haben vor über 20 Jahren schon damit begonnen, sehr regional zu kaufen, sehr regional die Produkte zu beziehen und auch sehr saisonal zu kochen. Und es ist sehr interessant, dass nicht nur jetzt der österreichische Gast auf dieses sehr viel Wert legt und vor allem die Gäste aus dem Ausland sind sehr überrascht, dass wir das komplett nachvollziehen können, wo das herkommt, woher das stammt. In der Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft, regionalen Produzenten und der Gastronomie liegt auch das Geheimnis für den Erfolg der österreichischen Küche, die von Einheimischen und Gästen geschätzt wird.